So Leute, es geht weiter mit Let's Play Shin Megami Tensei Devil Survivor. Puh, ja. Wie Azuro, Azuro. Wir können mit Azuro nicht mit Kisuke reden. Mache ich Ende. Lauf mal dahin, versuchen den hier platt zu machen. Gegen Zahn und ja. Toll. Okay, hauen wir das. Hauen wir das. Gut, ja. Ich habe keine Ahnung. Yay. Mabufu. Toll. So, du und du. Ja, gleich so viel Schaden. Okay. Mit Otros hätte ich vielleicht so normal angreifen sollen. Yay, King Frost ist ein Level rauf und hat seine Stärke hoch. Skillset Bonus. Na, das ist doch schön. Da können wir natürlich gleich mal Agi austauschen mit Maragi. Ja, ich weiß, King Frost ist eigentlich kein Feuerdämon, aber wen interessiert? Ja, toll. Laufen kann ich sowieso vergessen. Von daher. So. Recom. Ach, super, beide tot. Ja. Tor wiederbeleben. Ubeluris wiederbeleben. Ja. Es waren beide tot, habe ich vollkommen vergessen. Warum wird der mit 100 wiederbelebt? Das ist doch unfair. Ist doch unfair, der wird mit 100 wiederbelebt und Thor nicht. So, Ende. Erstmal. Devil Speed. Och Gott, war ja klar. Und trotzdem kommt dann. Nee, das ist unfair. Es war ja klar, dass der sowas macht. Ja, fick dich mit deinem Holy Dance. Och, halt die Fresse. Ich hab den doch erst gerade eben wieder. Okay. Diesen Mothman mache ich jetzt dann weg. Autsch. 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 Fuß, mein Fuß, mein Fuß. Was an meinem Fuß? Falsch. Au. Oh, ja, klar, leck mich. Sonst auch nichts zu tun. Wichser. Ich bekomme jetzt natürlich erstmal den ganzen Schaden ab. Ja, ich bin tot. Ja. Nein, fick dich, du Drecksvieh. Mann, wie kommst du, dass Kisuke hier so stark ist? Und bei mir war eigentlich nicht so. Okay, doch, bei mir war auch gut, aber nicht so gut. Das ist doch unfair. Ja, gerettet. Ich bin aber schon mal weiter wie vorher. So muss man sehen. Du oder du? Du oder du? Ich muss mich eigentlich nur darum kümmern, Yama zu besiegen, also du. Du wirst dran glauben. So, und der hat nur Stärken, keine Schwächen, finde ich nicht schön. Natürlich genau bei denen, wo ich nur Fähigkeiten drauf habe. Maragi. Yay! Das Vieh zu. Oh, leck mich! Wieso darfst du das Vieh zweimal angreifen? Das ist unfair.
Wieso dürfen alle großen Viecher zweimal angreifen? Would Tami too shall be count among the sinners and be judged. Wenn ihr mich verletzt, dann sollen diese auch als Sünder gezählt werden und gerichtet. Gezählt und gerichtet werden. Ja, bei The Yarahan. So, okay. Also heilt sich erstmal selber. Ja, ich kann hier nicht wirklich. Oh, hau nicht ab, du Drecksvieh. Ja, der heilt natürlich. Oh Mann, nee. Das macht langsam echt keinen Spaß. Warum haut der jetzt ab? So. Du wirst jetzt weggehauen von mir. Nicht von irgendjemand anderem, nein, von mir wirst du jetzt weggehauen. Ja, schütz dich halt. Ich treff nicht. Und warum mache ich bloß so wenig Schaden? Sicher nicht, weil er sich schützt. Komm, wenn deswegen. Ja, leck mich doch. Weil er sich schützt, klar. Okay, Midori macht auch so wenig Schaden, aber. Ja. Ja, er wird nicht sterben. Mission failed. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, ja. Leck mich. Leck mich, leck mich, leck mich. Halt doch die Fresse. Das gibt's doch nicht. Zum zweiten Mal. An dieser einen einzigen. Hey, komm halt's Maul. Beim ersten Mal, weil ich verreckt bin. Beim zweiten Mal, weil der Typ geflohen ist. Willst du mich verarschen? Leck mich einfach nur. Ich. Das kann doch nicht sein. Ich meine, was soll denn das? Das ist doch nicht mehr schön. Okay. Falsch. Ich wollte dahin. So, so, so. Was war da? Warte. Babkata war da auch. Kerberus. Wie heißt das wie das? Ach genau, Arthros war's. Arthros. Ja. Ganz toll. Orobas. Ganz toll, ganz toll. Ketsif. Toki. Ich habe auch gerade gar keine Ahnung, welches Level ich überhaupt bin, also. Ja. Habe ich doch irgendwo irgendwie verkackt. So, 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 so. Ich bin höchstens Level 35, glaube ich. Ja, mich maximal Level 35. Siehst du, ich bin wahrscheinlich erst gerade mal 35. Ja, bin ich. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Ich kann jetzt natürlich gleich nochmal diesen blöden Kampf da unten beginnen, aber das würde nichts bringen. Okay, ja, reden wir hier mit Jin. Hey, was ist los? Ist irgendwas passiert? Dieser Azuma-Typ. Shazak erzählt Gin, he may be able to ask Azuma auf die Shimonkai Board, Aya. Er erzählt Gin, er könnte Azuma von den Shimonkai wegen Aya fragen. Azuma, hä? Huh? Ja. Ja.
Er soll morgen auf dem Hügel wie at the Hill Spiraling at Moon Tomorrow. Er soll morgen am morgen Abend am Hill Spiraling Hilfsgebäude, also Hügelgebäude sein. Das Hügelgebäude. Morgen Abend. Okay, danke. Gut. Vielleicht kann ich jetzt irgendwo an dieser Eiersache weiterkommen. Hups. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Danke, Leute. Hups. Ich habe jemanden am Gewinn. Ach du Scheiße. So, okay, reden wir jetzt noch mit Azuro. Das ist die Prozedur fürs Dämonenbeschwören. Lass mal sehen. Verdammt. Jeez. Er war jetzt an dem für eine Weile. Was ist los, Azuro? Oh, sorry. Ich habe gerade auf Noahs Notizen geguckt, die wir von den Schamonkern bekommen haben. Ich habe die Security gecrackt. Also gehackt. Aber ich brauche eine Menge mehr Zeit, um sie zu dehygrifieren, was weiß ich. Also zu entziffern. Er ist wirklich ein Genie. Seine Arbeit ist auf einem komplett anderen Level als bei den meisten Leuten. Zum Beispiel. Das könnte vielleicht eine Zeit dauern, aber hör zu, weil es wichtig ist. Vor dem Beschwörungsprogramm hat es ein sehr spezifisches Ritual gebraucht, damit Leute Dämonen beschwören konnten. Es hat mit einbezogen, dass man mit den Dämonen verhandelt, ihre Kraft im Austausch für einen Preis. Wenn wir die Dämonen beschwören, dann rekonstruiert das Programm diese Schritte von dem Ritual. Hier ist das Problem. Demzufolge braucht das Ritual Menschen. Demzufolge braucht das Ritual allerdings Menschen. Also Menschengedanken so wie Wut, Trauer oder Wünsche. So wie Kaido oder starke Gedanke. Also wir haben es schon selbst gesehen, Kaido und Pazuzu, Kisuke und Yama. Es ist Beweis, dass das, was diese Notizen behaupten, wahr ist. Aber denk darüber nach, wenn wir Dämonen beschwören, mit den Koms Dämonen beschwören, ist dann dein Wille oder dein Wunsch irgendwie stark? Nicht wirklich, denke ich mal. Ja, ich fühle mich so gar nicht. Ich auch nicht. Ich denke nicht wirklich drüber nach, aber wenn wir all diese Dämonen beschwören, warum ist denn das? Also, wenn wir nach diesen Notizen gehen, hat Naoya darüber nachgedacht, diese Gedanken, die man fürs Beschwören braucht, von einer anderen Quelle zu holen. Ja, von wo? Aus dem Internet. Was? Wie das Internet? Das ist unglaublich. Ich kann es selbst nicht glauben, aber denk darüber nach. Wirklich, das Internet ist einfach ein großes Territorium von Gedanken. Leute schreiben ihre Wut hin, Frustration, ihre Wünsche in E-Mails und Blogs. Liebe, Eifersucht, Selbst, Freude und Traurigkeit tauchen da auf. Alle von diesen Sachen macht das Internet zu einem großen Ozean von Gedanken, von dem man ziehen kann.
Ja, wenn er es so hinstellt, ja, das ist, warum Naoya seine, das ist, wo Naoya seine Möglichkeit gesehen hat. Ich weiß nicht die Mechanik dahinter, aber diese Gedanken sind, werden in Energie umgewandelt. Plus, hier ist ein spezieller, interessanter Eingang hier. Das ist höchstwahrscheinlich der Bereich, der Weg, wo der Prozess während eines eigentlichen Beschwerden, einer eigentlichen Beschwörung durchläuft. Eins von diesen Memos sieht aus wie die Ergebnisse von einem Experiment. Was sagt es? Ja, das werde ich sicherlich nicht vorlesen. Also Run Summon Low Effect, dann Run Summon No Effect, Run Summon He Effect, bla bla bla, ja. Run Fuse No Effect, das ist, was es sagt. Mann, ich verstehe das alles ganz und gar nicht. Wahrscheinlich eine Art von Ordner- oder Dateientest. Also ich schaue später ein bisschen mehr da rein. Dieser Naoya-Typ ist ein ziemlich. Dieser Naoya-Typ konnte sicherlich eine Menge von großartigen Sachen. Haha, kein Argument hier. Aber dieser Typ ist nicht gerade normal. Das letzte Stückchen. I don't know if it's directly related to the program or not. Ich weiß nicht, ob es direkt zu dem Programm dazugehört oder nicht. Dieselben Sätze tauchen auch in verschiedenen Passagen auf. Was für Ja, Sätze, Abschnitte. Musik ist die antike Zunge. Was soll das alles überhaupt? Ich glaube mal, die Sprache der Dämonen. Dämonensprache? Die Zaubersprüche, die sie benutzt haben in Hexereien, so wie du es in Filmen siehst. Das Programm braucht eine Sprache fürs Verhandeln, also benutzt es Musik stattdessen. Oh, wow! Ich wette, das ist es. Ihr beide seid großartig. Okay, jetzt kommen wir irgendwo hin. Ich entziffer diese Dateien, selbst wenn es mich umbringt. Yay, go! Ja. Right, richtig. Nebenbei, Chess, könnte ich dich für eine Sekunde ausleihen? Atsuro ruft Chess vor. Ein bisschen weiter von den anderen entfernt. Sorry, aber ich wollte das nicht vor Yuzu hochbringen. Also erwähnen. Hey, bist du 100% sicher, dass. Set on getting rid of all the demons. Bist du dir 100% sicher, dass du alle Dämonen loswerden willst? Ja, erstmal, warum? Als ich ein Gefühl für Naoyas Serverstruktur bekam ich eine Idee. Wenn wir sie gut nutzen, können wir es vielleicht. Wäre es vielleicht nicht unmöglich für uns, diese Absperrung loszuwerden? Lass uns versuchen, alle Dämonen zu kontrollieren. Wenn wir das tun, ist hier keine Gefahr, richtig? Ja, nee, ich würde mal meinen, das ist unmöglich. Gerade jetzt, ja, aber wenn ich mit Noah sprechen kann, denke ich nicht, dass es unmöglich ist. Ich möchte dich das einfach nur wissen lassen. Wenn das Yuzu gehört hätte, weiß ich, dass sie sagen würde, dass es zu gefährlich wäre. Wir sollten zurückgehen und uns normal verhalten. Oder Yuzu und die anderen wird's auffällig. Ja, jetzt habe ich das wenigstens rumbekommen.
Und ich glaube, ich werde dann jetzt erstmal trainieren. Oh Gott, Kaido ist auch da. Oh, war ja klar. War ja fett klar. So, ich glaube, da habe ich jetzt was verhauen, aber okay, das werde ich irgendwie regeln. Also auf Wiedersehen, Leute, bis zum nächsten Mal.